Ich bin Deutschlehrerin in den Niederlanden, habe auch Religionunterricht und Kunstbetrachtung und unterrichte auch Goethe- und Schiller-Texte, lassen die hören über YouTube und auch lesen wir die zusammen. Und ich spüre, dass die Schüler es immer mögen, wenn man dann selber aus eigener Erfahrung etwas erzählt. Also vor allem dieses Jahr waren tolle Leute da, Lehrerinnen aus Österreich, Frankreich, Mädchen aus Indien, Leute aus Deutschland, mit denen wir unheimlich viel ausgetauscht haben. Und das hat mir ganz viel gebracht eigentlich. Und mit viel Begeisterung und Enthusiasmus kann ich jetzt wieder in die Niederlande zurückfahren und nächste Woche schon meinen Schülern erzählen, wie toll das hier ist. Ich habe das auch mal diese Woche schon mal gesagt, Wellness für den Geist, für die Seele und das ist für mich bestimmt ein Sehnsuchtsort geworden jetzt. Was ich besonders schön fand, war, dass wir halt eine gute Mischung haben aus Führungen und Museen und Seminaren und halt auch die Anna-Amalia-Bibliothek unter anderem, wo wir halt auch mit den teilweise Büchern aus dem Besitz von Goethe arbeiten durften und sich ins angucken durften. Das war schon was Besonderes, wo man, glaube ich, auch so nicht so einfach drankommt. Also das war jetzt so im Rahmen von diesem Sommercampus und es war schon beeindruckend auch zu sehen, wo die halt überall herkamen, die Bücher, und selbst von Goethe benutzt worden und wir jetzt die auch sehen dürfen. Das ist schon irgendwie beeindruckend.